Ja, guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem ersten Business Breakfast im neuen Jahr, im Februar 2022. Und ich darf Sie recht herzlich willkommen heißen zu unserem digitalen Breakfast. Der eine oder andere war bestimmt schon mal live dabei. Wir haben in 2018 angefangen mit den digitalen, mit dem richtigen Business Breakfast, wo wir tatsächlich vor Ort bei Ihnen gewesen sind. Wir haben Ihnen dann meistens so ein tolles, so ein leckeres Frühstücksbuffet präsentiert und haben mit Ihnen dann über die Themen, die Sie bewegt, aber auch die Themen, die uns bewegen, gesprochen. Wir haben genetzwerkt und das ist auch heute so ein bisschen unser Ding mit unserem digitalen Breakfast. Deshalb machen wir das über Zoom. Deshalb freue ich mich über jede Kamera, die mit eingeschaltet ist. Sie haben alle die Möglichkeit, Ihr Mikrofon freizugeben. Schreiben Sie gerne in den Chat, wenn Sie was fragen möchten, wenn Sie was besonders interessiert zu diesem Thema, zu unserem Thema. Wir haben dann im Juli 2020 zum ersten Mal ein digitales Breakfast gemacht mit mäßigem Erfolg. Wir hatten beim ersten Mal tatsächlich drei Teilnehmer gehabt. Wobei, das war auch sehr interessant, man konnte sehr nett miteinander sprechen und wir hatten auch ein interessantes Thema. Mittlerweile in 2021 hatten wir sage und schreibe 1.681 Teilnehmer gehabt im Business Breakfast, 12 Mal zu den unterschiedlichsten Themen. Und ich freue mich heute vor allem, dass ich jemanden am Start habe, der halt wirklich zum Thema ImmoWertV 2021 wirklich ganz, ganz viel sagen kann. Und Philipp, wenn du dich mal ganz kurz entstummst und einfach mal dich ganz kurz vorstellst. Ja, schönen guten Morgen, auch hier aus Sinzig, aus meinem Homeoffice. Ich habe mir heute erlaubt, der Produktpalette entsprechenden Hintergrund zu wählen. Ich hoffe, er irritiert nicht zu sehr. Ja, mein Name ist Philipp Schmidt, bin seit 2013 bei Sprengnetter, arbeite dort derzeit als Produktmanager für unsere Bewertungs-Apps. Ja, und beschäftige mich vor allem mit dem Thema Sprengnetter Value. Und wir hatten natürlich auch in der letzten oder im letzten Jahr die Herausforderung, dass die Thematik ImmoWertV natürlich auch unser Kurzbewertungstool Sprengnetter Value getroffen hat. Und heute würde ich Ihnen da gerne zeigen, wie wir damit umgegangen sind und gleichzeitig Ihnen aber auch so ein paar Tipps, Tricks oder zumindest Informationen an die Hand geben, wo Sie auch vielleicht ein anderes Tool, was Sie derzeit nutzen, ja, auf diese ImmoWertV-Konformität prüfen können. Ich freue Ja. mich einfach auf einen guten Austausch, ja, und würde mich über jede Rückfrage freuen und dass Sie ja auch mitmachen. Ja, vielen Dank, lieber Philipp. Das Thema ImmoWertV oder ImmoWertV 2021, Novellierung der ImmoWertV, hat das denn tatsächlich einen Einfluss auf unsere Tätigkeit als Makler oder als Sachverständiger, speziell für die Makler? Muss ich eigentlich darauf achten? Und wie gehe ich denn da eigentlich mit um? Und für uns ist halt, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig klarzumachen, dass wenn man diese Modelle versteht, die da im Hintergrund sind, versteht, wie diese Werte oder wie diese Preise sich bilden, dass man dadurch halt einen riesengroßen Vorsprung, einen riesengroßen Kompetenzvorsprung zu anderen Marktteilnehmern hat, wenn man tatsächlich einem Kunden in der Akquise, einem Kunden im Gespräch erklären kann, wie so ein Preis sich tatsächlich zusammensetzt. Und diese Kompetenz schafft halt dann irgendwo auch Vertrauen. Und über dieses Vertrauen kommt man halt dann tatsächlich zu diesem Alleinauftrag, weil es macht beim Kunden dann im Hintergrund ganz einfach Klick. Und natürlich ist der Kunde informiert und durch diese ganzen digitalen Medien, durch das Internet, da weiß er, dass sich was verändert hat. Und wenn man da natürlich als Partner des Kunden, als Berater des Kunden, als Makler des Kunden, aber auch als Sachverständiger halt mit den Regularien, mit den neuen Verordnungen klarkommt und da halt auch viel, viel drüber weiß und diese Hintergrundinformationen mit reingeben kann, dass man halt wirklich da gut aufgestellt wird. Und um jetzt wirklich in medias res mit reinzukommen, eines der ganz, ganz großen Themen ist, und damit möchte ich auch anfangen und sowohl den Bildschirm an den lieben Philipp
weitergeben, als auch eben auch zu diesem Thema Modellkonformität was zu sagen. Philipp, du solltest jetzt dir den Bildschirm rübergehen und dann tatsächlich mal da was einblenden, Basis, unsere Bewertungs-App und das Thema Modellkonformität. Was heißt das eigentlich? Was ist das? Und wie haben wir das umgesetzt? Vielleicht, Stefan, vorweg. Also mich würde natürlich brennend interessieren, wir haben da auch eine Umfrage, glaube ich, vorbereitet. Wer von Ihnen nutzt eigentlich derzeit ein Bewertungstool? Sachverständige in der Regel natürlich, aber auch von Ihnen als Makler. Ein Tool, was auf die ImmoWertV-Verfahren abstellt. Also ich glaube, Stefan, genau, da kommt die Umfrage. Perfektes Timing. Ja, genau. Perfektes Timing. Ja. Weil genau das, was Stefan jetzt gesagt hatte, ist natürlich sehr interessant zu betrachten. Es ist ja jetzt auch im Maklergeschäft niemand gezwungen, die ImmoWertV anzuwenden. Allerdings sind die Vorteile, die Stefan jetzt eben schon sehr ausführlich genannt hat, natürlich liegen auf der Hand und schaffen dementsprechend auch diese Kompetenz und das Vertrauen. Und ich glaube, es ist auch schon, jetzt sieht man das, glaube ich, schon in der, ich weiß nicht, ob es öffentlich ist, Stefan, aber man sieht, glaube ich, schon eine Tendenz auf jeden Fall. Ja, also es ist noch nicht öffentlich, aber ich schalte es gleich mal frei. Ich warte immer gerne so knapp 60 Sekunden für die Umfragen, weil dann die meisten, Umfrage ist anonym, also keine Angst. Wobei wir ja hier auch nichts wirklich Geheimes abfragen. Aber da sind sie dann im Grunde genommen mit drin. Und die Tendenz ist tatsächlich sehr, sehr, sehr eindeutig. Und ich beende mal die Umfrage und gebe das Resultat mal frei. Jetzt sehen Sie das auf Ihrem Bildschirm. Und da sind wir bei 79% der Teilnehmer, die momentan dabei sind, die tatsächlich ein Bewertungstool, was ImmoWertV-konform ist, mit drin, und 21%, die keins einsetzen, noch keins einsetzen. Beende das einfach mal und gib das mal mit raus. Und Philipp, so, jetzt müsstest du auch deinen Bildschirm teilen können. Vielen Dank für diese doch interessante Einsicht, die wir gerade mitnehmen durften. Und ich würde auch vorschlagen, wir können ja auch, wenn noch heute ein bisschen Zeit ist, auch mal darüber sprechen, warum jetzt Teilnehmer zum Beispiel nicht ein Tool nutzen, was ImmoWertV-konform ist. Es gibt ja auch sicherlich Begründungen dafür. Ich würde aber, wie du jetzt gerade schon das zweite Mal angekündigt hast, jetzt auch gehorchen und den Bildschirm übernehmen. Ja, ich hoffe, jeder kann jetzt meinen Bildschirm erkennen. Stefan, zeigt den Daumen. Wir befinden uns jetzt bei uns in Sprengnetter Value. Ich habe mir heute Morgen einen kleinen Trick erlaubt, weil der eine oder andere wird gemerkt haben, dass wir heute Morgen einen Wartungsmodus hatten im Shop. Das lag einfach daran, dass wir heute ein wesentliches Update machen mussten in der Früh. Und ich habe mir den kleinen Quick-Win erlaubt, dass ich über unser Testsystem gegangen sind. Und Sie kriegen heute sogar auch einen Insight von unserem Sprengnetter Value, was am Freitag geupdatet wird. Und das ist jetzt bereits die geupdatete Version. Deswegen der ein oder andere wird vielleicht über etwas stolpern, was er jetzt in der Release-Note schon gelesen hat, was ihm dann, also was man jetzt schon sehen kann. Gut, das Thema Modellkonformität. Kommen wir zu ImmoWertV. Ja, das Thema Modellkonformität ist für uns als Sprengnetter nichts Neues. Das ist ja in unserer über 40-jährigen Lehre fester Bestandteil. Und schlussendlich hat jetzt die ImmoWertV 21 das gemacht, was wir schon längere Zeit verfolgen. Sie hat diese Modellkonformität fix einfach in ihre Verordnung mit aufgenommen und als wesentlichen Grundsatz verankert. Finden wir natürlich gut. Auch in unserer Software finden wir das natürlich gut, weil wir diese Modellkonformität immer schon gelebt haben und natürlich den großen Vorteil jetzt beispielsweise in Sprengnetter Value haben, dass sie dort auch modellkonforme Werte von uns direkt geliefert bekommen, weil wir sind nicht auf der einen Seite nur Softwareanbieter, sondern auf der anderen Seite sind wir auch Marktdatenanbieter. Und das unterscheidet eben dann auch unsere Software gegenüber anderen Lösungen, die beispielsweise vielleicht die Verfahren gemäß ImmoWertV zur Verfügung stellen, aber die Marktdaten zu recherchieren sind, also zum Beispiel bei Gutachterausschüssen. Ich habe jetzt hier einmal, um so ein bisschen anhand der Software Ihnen das Thema Modellkonformität besser erläutern zu können, mal ein Einfamilienhaus angelegt. Ich würde da jetzt mal ganz die wesentlichen drei Eckdaten eingeben, die dann schon zur Rechnung führen. Das ist die Grundstücksgröße, die Wohnfläche und das Baujahr. Und schon sind wir fertig. Das ist natürlich jetzt ein fiktives Gebäude. Und schon bekommen wir das vorrangige Verfahren, das Sachwertverfahren, geliefert.
Wie eben angekündigt, ist es bei uns so, dass wir Ihnen die Marktdaten entsprechend Data Value, also die Kollegen, die schon mit Value arbeiten oder Kolleginnen, die kennen das. Die Marktdaten werden geliefert, zum Beispiel der regionalisierte Sachwerte, Gebäude und Außenanlagen, mittlerweile durch den Baukostenregionalfaktor, der hier mit 0,99 angesetzt wird, wird als Marktdate geliefert, genauso aber wie der Sachwertfaktor von 1,073 jetzt hier. Hier kann man das auf den Metadaten auch nochmal gut nachvollziehen, dass der von uns stammt, wann der ist und so weiter. Aber die meisten werden das kennen. So, was hat das jetzt erstmal mit Modellkonformität zu tun? Ist relativ leicht an diesem Beispiel des Sachwertverfahrens gezeigt. Modellkonformität bedeutet nichts anderes, als dass die gelieferten Marktdaten oder die verwendeten Marktdaten aufeinander abgestimmt sein müssen, grob gesprochen. Bedeutet, wenn Sie einen Regionalfaktor von Sprengnetter beziehen, dann sollten Sie auch den Sachwertfaktor von Sprengnetter beziehen, weil die weil der Sachwertfaktor unter Grundlage des Regionalfaktors von uns abgeleitet worden ist. Ein Beispiel, wie es zum Beispiel nicht gehen würde, wäre, wenn Sie jetzt sagen würden, ich nehme einen Regionalfaktor von dem Gutachterausschuss, weil mein örtlicher Gutachterausschuss ausnahmsweise einen Regionalfaktor abgeleitet hat und nehme dann den Sachwertfaktor von Sprengnetter. Das wäre ein Verstoß gegen die Modellkonformität, weil man im Endeffekt, wenn man es plakativ ausdrücken möchte, Äpfel und Birnen miteinander mischt. Wir haben das hier in der Software auch schön illustriert. Wenn ich jetzt beispielsweise mal rangehe und genau das mache, also ich würde jetzt sagen, der Regionalfaktor, den habe ich aber besser eruiert. Ich habe jetzt vielleicht vom BKI oder auch von einer anderen Quelle mir den geholt. Und dann sehen Sie, dass jetzt seit dem Update der ImmoWert V bei uns dann der Sachwertfaktor verschwindet. Begründung oben auch relativ schön angegeben. Der Baukostenregionalfaktor des Marktwerts wurde geändert. Es muss ein modellkonformer Sachwertfaktor eingegeben werden. Und da ist genau das Thema. Das bedeutet, dass durch den Eingriff von Ihnen natürlich der Sachwertfaktor jetzt keine Gültigkeit mehr hat. Wir können nicht mehr wissen in unserem Modell oder in unserer Marktdatenableitung, was Sie für einen Sachwertfaktor verwendet haben. Und ich denke, das illustriert, wenn wir jetzt wieder zurückspringen auf die 0,99, das ist ja der Regionalfaktor, den wir geliefert haben, sehen Sie auch wieder, dass der Sachwertfaktor sich ergänzt. In welcher Hinsicht kann man Modellkonformität natürlich noch zeigen? Das ist zum Beispiel das Thema Bodenwert. Dieser Bodenwert, den Sie jetzt hier abgerufen bekommen haben, für unseren Standort jetzt Bad 9a, ist der amtliche Bodenrichtwert. Das kann man nachschauen, indem man hier sich das die Metadaten sich nochmal genauer anschaut. Und dieser Bodenwert ist natürlich jetzt auch mit dem Sachwertfaktor, aber auch mit dem Regionalfaktor, also in dem Gesamtmodell harmonisiert. Das heißt, auch wenn ich hier ausbreche und beispielsweise jetzt einen anderen Bodenwert einsetze, sei es der vom Gutachterausschuss, sei es aber auch vielleicht ein selbst abgeleiteter aus eigener Kaufpreissammlung, dann würde ich theoretisch auch das Modell erst einmal verlassen. Das kann man mit Sachverstand begründen, warum man so etwas tut. Aber ist jetzt für den Laien erstmal ja, ein gefährliches Wagnis, wenn man sich da aus dem Modell einfach wagt, ohne dass man versteht, warum es so ist. So, jetzt kann man natürlich, ja. Philipp, sind zwei interessante Fragen. Ja, noch zu sehr gerne. Immer gerne unterbrechen, entschuldige. Ich neige dazu, viel zu reden. Die eine Frage war gewesen, da warst du noch bei dem Baukostenregionalfaktor und bei dem Sachwertfaktor. Wenn man beide Faktoren vom Gutachterausschuss nimmt, ist man doch theoretisch wieder modellkonform. Fragezeichen. Korrekt. Ja. Wir kommen gleich nochmal zum Thema Baukostenregionalfaktor. Dieser Baukostenregionalfaktor ist aber, das werden Sie auch merken, in der Praxis jetzt gerade neu eingeführt worden durch die ImmoWert V. Den gab es schon immer. Also es ist jetzt nicht so, dass er jetzt komplett neu existent ist. Er wird nur jetzt gelebt, weil er in der Verordnung steht. Ja. Wir haben, ja. Derjenige, der vielleicht die Sprengnetter One schon etwas länger kennt, der wird doch schon mal festgestellt haben, dass dieser Faktor mal vor Jahren freigeschaltet war und dass man damit eintragen konnte. Noch ein zweiter Faktor, eine zweite Frage, hochinteressant, ne? Kann ich denn gegebenenfalls auch einen eigenen Sachwertfaktor eingeben? Ja, da kommt natürlich, das spielt mir jetzt gut in die Hände. weil der Sachwertfaktor, den wir Ihnen jetzt hier liefern, wir sagen jetzt mal, Sie sind in dem Modell Sprengnetter unterwegs und jetzt würden Sie erstmal dieses Konfidenzintervall hier betrachten, was jetzt erstmal sehr statistisch klingt, aber nichts anderes bedeutet, als die Unschärfe, die dieser Sachwertfaktor von uns beinhaltet, nochmal darspielt. Also in diesem Konfidenzintervall sich zu bewegen, ist statistisch gesehen richtig. Also wenn Sie den jetzt beispielsweise anpassen würden auf einen Wert dazwischen,
dann ist das dadurch schon begründet, dass Sie sagen können, okay, in der Statistik her gesehen ist die Unschärfe gegeben und dementsprechend kann ich mich in diesem Konfidenzintervall eigentlich relativ gut begründet bewegen. Wenn Sie jetzt allerdings einen Sachwertfaktor nehmen, der komplett vom Gutachterausschuss stammt, dann brechen Sie wieder mit dem Modell, wenn dieser Sachwertfaktor dementsprechend anders auch errechnet worden ist. Dahinter steckt eben immer eine Modellannahme. Also da komme ich gleich auch nochmal zu, wenn wir zum Thema Gesamtnutzungsdauer kommen. Aber diese ganzen Faktoren, die Sie hier sehen, werden ja aus Kaufpreisen abgeleitet. Und diese Ableitungsmodelle treffen bestimmte Annahmen. Die Immowert V21 hat sich jetzt, was richtig ist im Übrigen, was ich sehr gut finde, vorgenommen, dass diese Marktdatenmodelle, die da im Hintergrund sowohl von Gutachterausschüssen unterschiedlicher Art, aber auch von uns als Privatanbieter beispielsweise gelebt werden, vereinheitlicht werden. Und deswegen hat man da sehr restriktiv jetzt diese Modellparameter in der Immowert V festgeschrieben, aber immer mit dem kleinen, mit der Hintertür, dass man erstmal gesagt hat, ja, okay, wir verstehen, dass ihr das nicht sofort alle umstellen könnt. Deswegen lassen wir uns jetzt erstmal noch 4 Jahre Zeit und haben eine Übergangsfrist, wo ihr alle eure Modelle bitte vereinheitlicht. Wenn wir dann in der Zukunft wären, in 4 Jahren, dann wäre Ihre Frage so zu beantworten, dass Sie theoretisch eigentlich gar kein Problem haben, wenn Sie auch den Sachwertfaktor vom Gutachterausschuss nehmen, weil der eigentlich im gleichen Modell abgeleitet werden müsste wie von uns. Aber wir werden sehen, was in 4 Jahren ist. Ich könnte wetten, dass da noch vieles passiert. Und ja, im Moment ist das schwierig. Die müssten dann theoretisch, müsste dieser Sachwertfaktor genau im gleichen Modell wie von uns abgeleitet werden. Aber das wird in der Regel nicht so sein. Ja, das ist halt dieses Thema Modellkonformität, was halt in einem Modell abgeleitet wird. Und da ist noch eine ganz interessante Frage im Chat aufgetaucht, was halt auch wieder mit Modellkonformität, mit der Ableitung der Daten zu tun hat und im Grunde genommen auch mit der Aktualität der Daten zu tun hat. Was muss ich machen oder noch ändern, wenn ich den Bodenrichtwert ändere, weil in meiner Region oft Richtwerte 2 bis 3 Jahre alt sind? Also das ist auch natürlich ein ganz guter Punkt, weil selbstverständlich, wir haben jetzt den Bodenrichtwert-Service, der hier in der Bodenwertermittlung Ihnen den Bodenrichtwert liefert. In diesem Fall haben Sie vielleicht eben schon gesehen, stammt dieser Bodenwert auch vom 01.01.2020. Jetzt ist es so, dass der auch Grundlage für die Ableitung unserer anderen Daten ist. Bedeutet, wenn ich jetzt mir den Sachwertfaktor anschaue, der ja quartalsweise von uns aktualisiert wird, macht im Übrigen, soweit ich das zumindest weiß, kein Gutachterausschuss. Also da werden auch die Sachwertfaktoren gleichzeitig mit den Bodenrichtwerten veröffentlicht. Oder aber es gibt Quartals- oder Halbjahresberichte, die dann nochmal einen Ausblick geben, wie sich die Marktlage geändert hat. Aber dieser, komme ich zurück, dieser Bodenwert, der wird jetzt quasi durch den Sachwert wieder auf aktuelles Kaufpreisniveau gezogen. Also das ist diese Harmonie, von der ich gesprochen habe. Theoretisch müssten Sie jetzt nichts machen. Also theoretisch können Sie sagen, okay, dieser Bodenrichtwert, der ist zwar aus dem Jahr 2020, weil eben noch kein neuerer vorliegt. Also die neueren werden jetzt bei uns zum 01.01.2022. Die werden dann veröffentlicht wahrscheinlich im März und wir bekommen sie wahrscheinlich erst im Juni. Dementsprechend ist natürlich da ein größeres Delta. Ja, also Sie müssten theoretisch nichts machen. Wenn Sie aber mit Sachverstand jetzt sagen, okay, ich sag mal trotzdem, ich mache da eine zeitliche Anpassung, dann müssen Sie natürlich diese zeitliche Anpassung auch wieder mit dem Sachwertfaktor harmonisieren. Das ist nicht so einfach. Da braucht man einen gewissen Erfahrungswert und man muss ungefähr auch wissen, worauf man hinaus möchte. Ja? Sagen wir es mal so. So hat es, glaube ich, der Dr. Sprengnetter auch immer in den A-Seminaren relativ gut geschildert. Würde jetzt aber tatsächlich eher in dieses Thema gehen, was der Sebastian Driessen in seinen Webinaren macht oder was auch in unserem Marktwertmakler gelehrt wird, im Hinblick auf Modellkonformität. Das würde heute, glaube ich, den Rahmen ein bisschen sprengen, das noch Ja, tiefer auszuführen. oder vielleicht ein ganz kleiner Tipp von meiner Seite aus zu diesen einzelnen Themen haben wir in unserem Sprengnetter-Hilfecenter halt wirklich Beiträge gemacht, a schriftlicher Form und b auch Videos, die sich zum Thema Sachwertfaktor, zum Thema Bodenwerte halt dann äußert, wo man dann eine kompetente Aussage bekommt und das einem, glaube ich, ganz gut weiterhilft und das ist ganz einfach unter Hilfe auf der Sprengnetter-Seite zu bekommen.
prima. Genau. Vielleicht noch Ja. ein Punkt, Stefan, dazu. Das Ja. bedeutet jetzt, ich hatte ja so einfachheitsweise jetzt drei Eingaben bei uns in der Software gemacht. Das ist bei uns jetzt halt relativ komfortabel, weil wir die ganzen Marktdaten halt anhand dieser Eingaben schon berechnen, Annahmen treffen, etc. Ja. in diesem Modell unterwegs sind. Das bedeutet aber, Modellkonformität bedeutet nicht, dass man da jetzt stringent einfach sagt, okay, ich darf hier gar nicht mehr ausbrechen. Also das wäre auch ein falsches verstandenes Modellkonformität, also eine falsch verstandene Modellkonformität. Natürlich soll man sich auch sachverständig in diesem Rahmen bewegen, in diesem Ermessungsspielraum, den man, wenn man es gut begründen kann, auch nutzen kann. Was allerdings wichtig ist, bevor man hinten am Sachwertfaktor rumdreht wie wild, ja, also da um 50 Punkte hoch runter geht, weil man sagt, ah, dann stimmt der Wert. Da sollte man vielleicht auch erstmal die Eingangsparameter prüfen. Das ist zum Beispiel jetzt beim Fall Einfamilienhaus so, dass sich natürlich sehr viel auch hier in diesem Bereich Ausstattung stattfindet, aber auch bei dem Thema Modernisierung. Also alleine, was eine Auswirkung so eine modifizierte Restnutzungsdauer hat, wenn man sie richtig ermittelt, oder was für eine Auswirkung eine Standardsänderung hat von 0,5 Punkten, das ist halt enorm. Und dann braucht man teilweise gar nicht an diesem Sachwertfaktor drehen, weil vielleicht die Input-Parameter einfach genauer sind. Zudem gibt es auch immer die Möglichkeiten, wir sprechen ja immer von Modellen und Normgebäuden beim Sachwertverfahren vor allem. Also das sind ja Normgebäude, die wir betrachten. Und diese Normgebäude sind, wie sie schon der Name sagt, nicht immer in der Praxis anzufinden. Das heißt, man kann dieses Normgebäude sicherlich auch um Besonderheiten ergänzen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel so ein besonderes Bauteil wie einen Erker nehmen oder Einrichtungen wie eine B-Entlüftungsanlage, da kann man immer Wertzuschläge verteilen, die dann schlussendlich auch dazu führen, dass man eben nicht rumdrehen muss am Sachwertfaktor, weil dann der Wert doch in die Richtung tendiert, die man sich auch vorher schon im Kopf festgesetzt hat. Das soll jetzt nicht aufrufen dazu, dass man seine Werte durch immer weiter Zuschläge manipuliert. Das ist nicht richtig, das muss schon sachverständig geschehen. Aber was ich damit sagen will, es ist nicht immer dadurch getan, dass man einfach am Sachwertfaktor dreht. Vielen Dank, Philipp. Würdest du bitte noch mal auf den Sachwert im Bewertungsschema springen, weil es sind noch zwei Fragen gekommen, die sich um den Sachwertfaktor, aber halt auch um das Thema Modell, und zwar, wie leiten wir ab, woher kommen die Daten her? Möchtest du das beantworten oder darf ich das Du beantworten? darfst das gerne beantworten. Ja, genau. Wie Sie wissen, hat Sprengnetter nicht nur den Bereich der Real Estate, der Immobilienwirtschaft, sondern wir haben auch einen ganz großen Part, wo wir sehr stark mit dem Bereich Finance, also Banken und Finanzierer, zusammenarbeiten. Und wenn der Philipp ein bisschen weiter nach unten scrollt, wir machen im Jahr circa 300.000 tatsächliche Bewertungen, wo wir also eigene Leute an die Objekte, in die Objekte reinschicken und wo wir nach dem Modell Sprengnetter tatsächlich uns diese Objekte angucken, eingeben, ableiten und diese Kaufpreisfälle, also diese tatsächlich notariell beglaubigten Kaufpreise, fließen ausschließlich in diese Sachwertfaktoren, Liegenschaftszinssätze mit ein. Und man sieht halt immer, wenn man in der Datengrundlage und Methodik unten guckt, halt die Verwendung des Sprengnetter Sachwertfaktors und aus welcher Basis der abgeleitet worden ist. Da hat man also immer eine ganz gute Ansage, wo kommt der her, wie viele Objekte sind dabei und von wann ist der Wert und wann ist der veröffentlicht. Ich glaube, das ist klar und deutlich erklärt, Philipp. Genau, also vielleicht wundert er sich der ein oder andere, dass jetzt hier eine Anzahl von 217.000 steht. Das liegt einfach daran, dass diese Kaufpreise jetzt nicht kumuliert immer wieder verwendet werden. Also dann würden wir uns das Leben ja sehr einfach machen und würden sagen, okay, wir ergänzen immer wieder neue Kaufpreise hinzu und irgendwann haben wir eine Riesenmasse an Kaufpreisen, sondern genauso viele Kaufpreise. Oh, da wird fleißig gemalt. Genauso viele Kaufpreise wie reingehen, gehen mindestens auch wieder raus. Da sind die Kollegen aus unserer Marktforschung sehr fleißig. Und schlussendlich ja, werden diese Kaufpreise auch nochmal genormt. Das gibt ja auch die ImmoWertV vor. Die ImmoWertV ist ja schlussendlich auch eine Arbeitsanweisung für die Gutachterausschüsse, wie ein Marktdatenmodell auszusehen hat. Und ja, nach dieser Verordnung auch kappen wir beispielsweise besonders objektspezifische Grundstücksmerkmale, weil die eben dann in der großen Masse auch ein verzerrtes Bild geben würden. Also da sortieren wir schon auch noch die Kaufpreise, dass sie tatsächlich auch für ja, diesen Zweck der Wertermittlung funktionieren.
Wunderbar, Philipp. Da würde ich dann gerne zum Thema Modellkonformität tatsächlich einen Haken dran machen und jetzt zu dem interessanten Thema der Novellierung der ImmoWelt V 2021 Gesamtnutzungsdauer. Erzähl uns da doch mal ein bisschen drüber. Ein ganz, ganz spannendes Thema, wie ich finde. Ja, an dem Thema Gesamtnutzungsdauer kann man viel ausmachen. Also was jetzt die neue ImmoWelt V vorhat. Ich hatte ja schon angedeutet, dass die neue ImmoWelt V vor allem die Modelle vereinheitlichen möchte. Und ein Schritt dahin war, dass sie entschieden hat, zu sagen, okay, die Gesamtnutzungsdauer schreiben wir jetzt für eine Objektart fest. Das ist eine Umkehr von dem, wie die ImmoWelt V vorher gearbeitet hat. Die ImmoWelt V hat vorher noch so verlautet, dass man die Gesamtnutzungsdauer auch anhand, also nicht nur auch, sondern anhand des Standards festsetzen soll. Also da gab es für Ein- und Zweifamilienhäuser, wer die Sachwertrichtlinie vielleicht noch vor Augen hat, so eine kleine Tabellierung und da konnte man pro Ausstattungsstandardstufe erkennen, was für eine Gesamtnutzungsdauer hat ein Ein- und Zweifamilienhaus. Jetzt hat die ImmoWelt-V gesagt, nein, also wir wollen das nicht mehr so gewichtet haben, sondern wir wollen schlussendlich fixe Daten haben und setzen die Gesamtnutzungsdauer auf 80 Jahre, jetzt mal bei Einfamilienhäusern. Haben aber gleichzeitig, und das war das, was ich eben schon angedeutet habe, noch gesagt, ja, wir können verstehen, wenn die Marktdatenableiter nicht sofort alle umstellen können, deswegen geben wir eine Übergangsfrist. Und solange ist die alte Verordnung auch noch gültig oder die Vorgehensweise der alten Verordnung vor der Novellierung. Dementsprechend sehen Sie jetzt hier in Springnetter Value, dass wir eine Gesamtnutzungsdauer bei einem Standard von 3,5 jetzt von 73 Jahren haben. Also das unterscheidet sich jetzt von diesen 80 Jahren, die jetzt neuerdings dann in der Verordnung zumindest erstmal gefordert ist, aber durch die Übergangsregelung auch wieder ausgehebelt wurde. Für uns ist es wichtig, also auch wir müssen erstmal ein Marktdatenmodell umstellen, das ist jetzt auch nicht eben mal so getan. Auf der anderen Seite wären wir da auch relativ flexibel, so wie ich uns selber einschätzen kann, dass wir das tun. Aber wir machen es im Moment auch bewusst, dass wir noch mit der alten Verordnung der Vorgehensweise weiterarbeiten, weil einfach diese gewichtete Gesamtnutzungsdauer anhand des Standards ja, auch irgendwo an anderer Stelle wieder angepasst werden muss, wenn die 80 Jahre da festgeschrieben werden. Und das kann alles im Sachwertfaktor passieren etc., aber es ist für den Leser jetzt ein gelerntes Handeln oder auch für den Anwender, dass diese Gesamtnutzungsdauer abhängig ist vom Gebäudestandard. Das sind so ein bisschen die Insights, warum wir da jetzt erstmal bei geblieben sind. Wir sind weiterhin da in der Berechnung ImmoWelt V-konform. Ja, aber jetzt vielleicht spannend. Was ist jetzt, wenn Sie mit einem, nehmen wir wieder das Beispiel, Sie kommen jetzt mit einem Sachwertfaktor an, der vom Gutachterausschuss abgeleitet wurde, sagen, okay, ja, ich habe ja das Modellkonformitätsthema verstanden und würde jetzt immer nur noch die Daten vom Gutachterausschuss in unser Springnetter Value hier beispielsweise rein tippern und hätte dann aber in dem Modellbeschreibung vom Gutachterausschuss stehen, ja, die Gesamtnutzungsdauer sind aber 80 Jahre, unter der Bedingung wurden die Marktdaten abgeleitet. Dann würden Sie hier auch wieder in die Falle tappen und würden tatsächlich jetzt, müssten diese 73 Jahre mit 80 überschreiben und ja, vor allem darauf achten, was das Modell des Gutachterausschusses ist. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Problem. Die Gutachterausschüsse arbeiten halt alle mit diesen gewichteten Gesamtnutzungsdauern, weil es halt früher üblich war. Jetzt passiert es Folgendes. Jetzt wird sukzessive bei den Gutachterausschüssen umgestellt. Und Sie können sich vorstellen, was für ein Flickenteppich bei dieser Gesamtnutzungsdauer damit entsteht. Also eigentlich, wenn Sie überregional tätig sind und jetzt nicht komplett mit Ihrem Gutachterausschuss regelmäßig zusammenarbeiten, kann das dazu führen, dass Sie immer auf unterschiedliche Modelle treffen in dieser Übergangsphase. Ja, da versuchen wir es unseren Nutzern einfacher zu machen und zu sagen, okay, bei uns bekommst du das komplette Marktdatenset für die Bewertung und dementsprechend musst du dir über solche Themen keine Gedanken machen. Und selbst wenn wir dann irgendwann mal umstellen sollen auf diese Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren, jetzt beim Beispiel ein Familienhaus, dann würden Sie natürlich auch die Marktdaten dementsprechend modellkonform zur Verfügung bekommen. Also, ich hatte ja eingangs gesagt, ich würde auch gerne mal so einen Ausblick jetzt nicht nur auf unsere Software, sondern auch auf die Software anderer Konkurrenten teilgeben. Wenn Sie da jetzt Lösungen haben, die eben auch so eine Gewichtung machen, dann müssen Sie halt auch höllisch aufpassen, wenn Sie jetzt mit fremden Marktdaten arbeiten, dass diese Parameter auch richtig eingestellt sind. Also dass die Gesamtnutzungsdauer dann eben auf 80 Jahre lautet, wenn Sie einen Sachwertfaktor beispielsweise nehmen, der unter dieser Prämisse abgeleitet wurde. Also ist nicht einfacher geworden, will ich damit auch ein bisschen andeuten. Und ich finde es auch ein bisschen schwierig, dass man so eine lange Übergangsphase jetzt gemacht hat. Aber gut, es müssen theoretisch alle Gutachterausschüsse bis dahin umgestellt haben. Und Sie selber wissen vielleicht aus Ihrer Region,
dass das auch nicht so einfach für die Kollegen in den Gutachterausschüssen ist. Philipp, da passt eine Frage aus dem Chat ganz gut dazu. Also eigentlich hast du sie fast schon beantwortet. Ab wann gilt dann die allgemeine Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren? Das ist jetzt natürlich eine Frage, wo ich nicht direkt ad hoc das genaue Datum kenne. Ich weiß immer nur diese 4 Jahre. Es müsste aber, glaube ich, das Jahr 2025, Ende 2025 sein. Müsste ich jetzt in die Verordnung tatsächlich gucken. Vielleicht, Stefan, kannst du da Ja, ich bin auch gleich schon mal in schauen. unserem White Paper am Blättern, aber ich habe auch nur Da diese steht vier es. Jahre im Hinterkopf mit drin, wann das dann tatsächlich ist, aber das reichen wir gerne nach. Gibt ja noch eine Nachgangsmail dazu. Genau, also da entschuldige ich die mangelnde Vorbereitung, aber es ist einfach so weit noch hin, dass man sich jetzt so aktiv damit noch gar nicht so auseinandergesetzt hat. Ja. Ja, prima. Dann gibt es noch eine interessante Geschichte. Und dann sind wir aber eher im Ertragswertverfahren unterwegs. Und zwar die tatsächliche Miete statt der marktüblichen Miete. Das ist auch so ein Thema, was uns bei den ersten Entwürfen der ImmoWertV 2021 dann tatsächlich auch aufgefallen wird. Wie gehen wir damit um und was kannst du uns dazu sagen? Ja, also es ist ähnlich wie mit der Gesamtnutzungsdauer. Also das sind ja jetzt alles keine Themen, die irgendwie vom Himmel fallen. Also es hat sich jetzt ja keiner hingesetzt und hat bösartig gesagt, zum Beispiel bei der Gesamtnutzungsdauer, wir machen da jetzt 80 Jahre. Das sind ja auch gelebte Praktiken in bestimmten Bereichen. Also ich kenne es noch aus dem Bereich der Finance, dass auch gerade bei dem Thema Beleihungswert auch eine Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren auch festgelegt üblich war bei dem einen oder anderen oder bei der einen oder anderen Denkweise. Das Gleiche betrifft jetzt auch die Miete. Die neue ImmoWertV sagt, das ist halt, ja, im genauen Wortlaut kann ich es Ihnen jetzt nicht wiedergeben. Das würde jetzt in unserem, wenn ich jetzt spinksen würde, in unserem White Paper ganz gut ermittelt. Aber sie sagt schlussendlich, ja, man sollte eigentlich ja schon, also für den Rohertrag, die tatsächliche Miete anwenden, wenn diese Miete denn aber auch marktüblich ist. Das ist irgendwie so auf der einen Seite, ja, jetzt nimm die tatsächliche Miete, aber auf der anderen Seite, eigentlich wollen wir ja sehen, dass sie marktüblich ist. Und wenn man nur die Verordnung jetzt als Grundlage nehmen würde, ist das halt schwierig für den Anwender erstmal zu verstehen, für die Anwenderin, ja, was jetzt zu tun ist. Wir haben uns jetzt für den Weg erstmal entschieden, den wir auch zuvor gegangen sind und der auch mit der alten ImmoWertV sehr gut vereinbar ist. Und wir sehen da auch im Moment keinen Handlungsbedarf, erstmal gegenzusteuern. Und zwar, dass wir weiterhin mit der marktüblichen Miete in den Rohertrag reingehen. Und wenn man jetzt eine tatsächliche, das sehen Sie jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt mal sage, okay, wir haben eine Situation, wo die tatsächliche Miete niedriger ist als die marktübliche Miete, dann gehen wir mit der marktüblichen Miete weiter rein, denn sie ist ja marktüblich, also laut Verordnung immer noch okay, und passen schlussendlich diese Miete, einen Moment, passen diese Miete dann hinten heraus wieder an die tatsächliche mit dieser mehr Mindermiete, mit dieser kapitalisierten mehr Mindermiete wieder an. So, warum machen wir das? Eigentlich gibt es einen ganz, ganz klaren Grund, auch den der Kollege Sebastian Driessen in seinen Vorträgen jetzt zum Thema ImmoWertV, denke ich, auch gut vermittelt hat. Gerade bei dem Thema, wenn ich jetzt mit der tatsächlichen Miete reingehe, also sagen wir mal, wir haben ein Objekt, wo wir ja, eine andere tatsächliche Miete oder eine Neuvermietung annehmen und diese Neuvermietung möchte ich jetzt eintragen. So, dann kann ich jetzt Annahmen treffen und kann diese tatsächliche Miete, weil ich einfach sage, ja, ist ja marktüblich, da reinhauen. Das können Sie immer noch in Sprengnetter Value. Sie können das auch einfach überschreiben und sagen, ich hau da meine tatsächliche rein. Das Problem ist dann nur, dass dieser Liegenschaftszinssatz, den wir Ihnen liefern, darauf nicht harmonisiert ist. Dieser Liegenschaftszinssatz, woher soll er auch wissen, was für eine tatsächliche Miete Sie eingeben oder woher sollen wir das wissen? Das kann kein Liegenschaftszinssatz der Welt jetzt erstmal wissen. Dementsprechend sind Sie jetzt erstmal wieder aus dem Modell raus. Da kommen wir wieder auf das erste Thema, was wir heute haben. Und das kann man alles begründen. Das ist ja immer das, was ich sage. Wenn man alles begründen kann, ist auch alles gut. Aber trotzdem muss man berücksichtigen, dass man natürlich, wenn man mit dem Ansatz der marktübliche Miete, die man geliefert bekommt, in Verbindung mit dem Liegenschaftszinssatz einfach sicherer erstmal ist, weil die miteinander harmonisiert sind. Geht man jetzt mit der tatsächlichen rein, bricht man das und dann muss man überlegen, ja, hat das jetzt eigentlich auch noch eine Auswirkung auf den Liegenschaftszinssatz? Und dann sieht das vielleicht gar nicht mehr so freundlich aus von der Bewertung, wie es erstmal scheint, wenn man denselben Liegenschaftszinssatz verwendet. Deswegen auch hier finde ich persönlich die Verordnung noch nicht genau
spezifiziert, was sie da meint erstmal. Und auf der anderen Seite löst sie auch nicht das Problem, sondern widerspricht eigentlich ihrer eigenen Aussage im Hinblick auf Modellkonformität. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich denke aber, mit der ImmoWert A wird da auch nochmal ja, mehr Transparenz reinkommen, was genau jetzt damit gemeint wurde. Es gab jetzt auch schon den ersten Entwurf dafür, den wir auch schon fleißig durchgearbeitet haben und da auch eine Stellungnahme geben werden. Da werden Sie sicherlich auch noch von uns einige Informationen hören zu. Ja, aber es ist ein spannendes Thema. Also ich halte mal fest, wir entsprechen der Value und haben uns dafür entschieden, mit der marktüblichen Miete weiterzuarbeiten, weil wir sagen, okay, wir passen sie eben auch auf die tatsächliche Miete später wieder an. Dementsprechend genügen wir den Verordnungskriterien. Aber wenn Sie als Nutzer sagen, nein, ich möchte das anders machen, dann steht es Ihnen hier offen und Sie können die tatsächliche Miete auch einfach hier eintragen und dementsprechend überlegen, was Sie dann mit dem Liegenschaftszinssatz machen. Ja, vielen Dank, Philipp. Ich glaube, ebenso diesen kleinen Exkurs, den du noch gegeben hast in die ImmoWert A, das ist, glaube ich, für unsere Teilnehmer auch nochmal ganz interessant. Die ImmoWert A sind ja die Anwendungsbeispiele, also im Grunde genommen die Erklärung, wie denn eigentlich mit der ImmoWert V umzugehen ist. Da ist jetzt, wenn ich dich da ganz kurz korrigieren darf, lieber Philipp, der dritte Entwurf raus. Okay. Und der ist momentan in der Diskussionsphase, also wo dann alle nochmal tatsächlich Einfluss drauf nehmen dürfen und wo halt nochmal diskutiert wird, wie ist das gemeint und ist es tatsächlich so gemeint oder gibt es da noch andere Sichtweisen mit dabei? Wir rechnen damit, dass im Grunde genommen die abschließende, also dann wirklich die fixe ImmoWert A Mitte des Jahres rauskommt. Und da werden wir von unserer Seite da garantiert auch nochmal auf Sie zukommen, wie wir halt mit diesem Thema dementsprechend umgehen und dann arbeiten. Noch ein ganz interessanter, eine ganz interessante Frage, die im Chat aufgeploppt ist, ist das Thema marktübliche Miete gleich Mietspiegel. Und da sieht man eigentlich auch wieder auf dem Bild, was uns der Philipp zeigt, die Ableitung der Sprengnetter Vergleichsmieten Wohnen. Und es sind tatsächlich alle Mietspiegel in ganz Deutschland drin, deren wir habhaft werden. Das ist, glaube ich, nochmal ganz, ganz wichtig. Und ich durfte mit dem Dr. Hans-Otto Sprengnetter das Thema Plausibilisierung von Gutachten mit Sprengnetter Maps machen bei unserem Jahreskongress für die Immobilienbewertung. Und da habe ich auch noch mal ganz viele Insights reinbekommen, wie die Marktdatenableitung mit dabei ist. Und da sind auch ganz viele tatsächliche Mieten mit drin. Und wo man sagen kann, da hat man halt auch wieder eine ganz gute Datengrundlage, mit der man arbeiten kann und mit der man wirklich ganz gut damit rechnen kann. Auch da wieder die Möglichkeit, wenn der Haken in der Software gesetzt wird, wird die Datengrundlage und Methodik halt auch mit angedruckt. Und man hat da auch nochmal mit dem Kunden die Möglichkeit, drüber zu sprechen, warum das der passende Wert ist. Und da auch wieder das Thema, was ich anfangs schon mal erwähnt habe, Kompetenz, Vertrauen und dann dementsprechend zum Ziel zu kommen. Ja, vielleicht noch Stefan als Ergänzung. Also Sie selber kennen es wahrscheinlich aus dem Arbeitsalltag. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass man überall die Mietspiegel zur Verfügung gestellt bekommt. Da ist ja Deutschland auch ein gewisser Flickenteppich. Mal liegt es beim Gutachterausschuss, mal liegt es bei der Gemeinde. Und wir haben uns halt die Mühe gemacht, oder da natürlich ist das auch ein Geschäftsmodell von uns. Das wäre jetzt auch nicht ehrenhaft, wenn ich das anders darstellen würde. Dass wir diese Mietspiegel, die können Sie ja zum Beispiel auch bei uns im Marktdatenportal einsehen, die wir da erstellen anhand eben dieser Daten von den Gemeinden und von den Gutachterausschüssen. Allerdings machen wir da auch Regressionsanalysen, die eben Teile abdecken, wo es eben nicht solche tollen Mietspiegel gibt oder zur Verfügung gibt. Also da machen wir uns ganz, ganz viele Gedanken im Hintergrund der Marktforschung, dass wir Ihnen da wirklich sehr gute Vergleichsmieten zur Verfügung stellen können, die dann eben entsprechend auch dieser Marktüblichkeit standhalten. Ja, sehr schön. Prima. Nächstes Thema: Baukosten-Regionalfaktor. Genau, ich hatte eben das Thema ja schon mal angeschnitten bei dem Thema Modellkonformität. Ja, der Baukosten-Regionalfaktor, das ist tatsächlich etwas, wo wir auch ja, natürlich direkt ein Update hinterher schießen mussten, weil der Baukosten-Regionalfaktor seit dem 01.01.2022 in jeder Wertermittlung zu finden sein muss, laut ImmoWert V. Da gibt es keine Übergangsfrist. Also da wurde gesagt, okay,
Die Herstellungskosten müssen nicht nur altersgerecht gemindert, sondern auch regionalisiert sein. So, jetzt hat die ImmoWert-V allerdings nicht verlautet, und da ist wieder das Thema, warten wir mal auf die ImmoWert-A, was genau gemeint ist. Was bedeutet denn, dass man sie regionalisiert? Also dieser Regionalfaktor, von dem man da spricht, bedeutet das, dass das ein tatsächlicher Faktor mit fachlichem Hintergrund ist, oder bedeutet das einfach nur, dass es ein 1,0 ist? Also falls Sie sich noch an das letzte Jahr erinnern können, da hatten wir Ihnen auch immer so einen regionalisierten Sachwert geliefert mit 1,0. Da stand immer fix 1,0 drin. Den konnten Sie auch nicht anpassen. Das haben wir jetzt aktiviert, dass Sie da den Baukostenregionalfaktor von uns bekommen. Aber bei uns ist dieser Regionalfaktor bundesweit einheitlich abgeleitet, sodass der auch eine fachliche Kompetenz im Hintergrund hat und nicht einfach eine 1,0. Theoretisch ist aber auch, wenn Sie jetzt in Ihrer Bewertungssoftware, die Sie verwenden, wenn da eine 1,0 steht, ist ImmoWert V-konform. Das ist jetzt zumindest die Meinung, die Sebastian Riesen und ich eruiert haben, weil nicht mehr konkretisiert ist, was dieser Regionalfaktor liefern muss. Also, wenn Sie jetzt da eine 1,0 stehen hätten und Sie ganz normal arbeiten wie vorher, wäre es vermutlich richtig. Ist aber, glaube ich, nicht so zweckdienlich, was eigentlich mit der Verordnung gefordert ist oder was damit vor allem verfolgt wird. Die meisten Gutachterausschüsse arbeiten eigentlich oder haben bisher ohne Regionalfaktoren gearbeitet. Ich glaube, Stefan, der Münchner Gutachterausschuss ist immer ein schönes Beispiel, der zeigt, dass es auch Gutachterausschüsse schon vorher gab, die mit Regionalfaktoren gearbeitet haben. Aber ich glaube, da war das größte Interesse dahinter, dass der Sachwertfaktor oder dass die Sachwertfaktoren nicht so in die Höhe schnellen sollten. Und dementsprechend hat man dann mit dem Regionalfaktor diesen Aufwuchs gedämpft. Ja, wenn du Ja. vielleicht mal ganz kurz sagst, was der Baukostenregionalfaktor eigentlich ausdrückt. Ja, genau. Also der Regionalfaktor, was drückt er aus? Also er regionalisiert die Herstellungskosten, plump gesagt. Dementsprechend, das ist, glaube ich, relativ gut, der Verordnung auch zu entnehmen, was er tut. Allerdings, wie gesagt, wir haben Gutachterausschüsse, die nutzen diesen Regionalfaktor bereits vorher und haben dann auch diese Baukosten dann, ja, zumindest um den Sachwertfaktor zu dämpfen, regionalisiert. Aber es gibt halt auch viele Gutachterausschüsse, die das nicht tun. So, ich muss leider diesen Bogen spannen, Stefan. Der Regionalfaktor von uns, den wir Ihnen liefern, ist, wie Sie hier unten auch lesen können, ein Faktor, der deutschlandweit einheitlich abgeleitet ist und der somit auch eine Vergleichbarkeit in den Gutachten herstellt. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also wenn Sie überregional tätig sind und dieser Regionalfaktor die Baukosten da dementsprechend anpasst oder den Gebäudesachwert, das ist aufgrund des Distributivsgesetzes gleichzusetzen, dann können Sie mit diesem Regionalfaktor von uns beispielsweise auch bundesweit gut Ihre Gutachten vergleichen. Arbeiten Sie jetzt mit den Gutachterausschüssen beispielsweise zusammen, dann könnte das Problem entstehen, dass jetzt auch wieder ein Flickenteppich da ist, dass der Gutachterausschuss A oder der Gutachterausschuss B unterschiedliche Arten von Regionalfaktoren rausgibt, die auch nicht aufeinander abgestimmt sind, die dann zwar wieder in Ihrem Modell alles konform sind, das passt auch, aber Sie werden dann diese Gutachten nicht so gut vergleichen können, was diesen Punkt betrifft. Und das ist eben etwas auch wieder, wo nicht ganz konkret gesagt wird, was muss dieser Regionalfaktor eigentlich liefern, wie muss er abgeleitet werden, was für ein bundeseinheitliches System stellt man sich vor. Ja, wir haben dem vorgegriffen, aber einfach aus dem Vorteil heraus, dass wir das auch schon immer so gehandhabt haben. Vielleicht war das nochmal nötig, um einfach mal zu sagen, was soll eigentlich der Regionalfaktor darstellen? Aber wenn man die Verordnung so liest, kann man es tatsächlich gar nicht so klar beantworten. Ja, danke Philipp. Auch da wieder die Ableitung in der Datengrundlage und Methodik, die wir da auch nochmal machen. Und vor allem da sind nochmal, das ist so ein Steckenpferd vom Dr. Hans-Otto Sprengnetter, die Insellagen, die nochmal berücksichtigt werden. Also, dass man wirklich da einen sehr guten Wert hat, mit dem man dann dementsprechend arbeiten kann und dementsprechend machen kann. Ja, Philipp, mit Blick auf die Uhr. Wir sind mit unseren so wichtigsten Themen, die wir uns vorgenommen haben, die wir als sehr wichtig erachtet haben, sind wir dann dementsprechend durch. Aber ich habe gesehen, und du hast es ja auch schon so ein bisschen angekündigt, du bist im sogenannten Stage unterwegs, also praktisch in der ganz neuen Variante der Bewertungssoftware Sprengnetter Value.
Und kannst du uns vielleicht da einen kleinen Ausblick geben, was uns erwartet? Es gibt da, glaube ich, so ein, zwei Sachen, die ganz interessant sind. Genau, also kann ich gerne machen. Es sei denn, jetzt würden noch Fragen bestehen zu dem Thema, weil natürlich gerade das Baukosten-Regionalfaktor-Thema vielleicht doch Fragen aufwirft. Ansonsten auch da gerne bei uns in die FAQs schauen. Wir haben da vieles so aufbereitet seit dem ImmoWertV-Update. Und da ist vielleicht auch nochmal ganz gut und konkreter beschrieben, was jetzt eigentlich der Baukosten-Regionalfaktor schlussendlich Ihnen auch liefert, den wir Ihnen geben. Wenn sonst da keine Fragen sind, kann ich mal einen kurzen Ausblick geben. Der ist auch relativ schnell gemacht, weil vieles unter der Haube passiert. Das ist ja immer so in der Software, dass man vieles nicht sieht, was wir da eigentlich so tun. Aber die wesentlichen Punkte, Sie haben vielleicht schon bemerkt, dass ich jetzt hier oben, wer Springer Value kennt, der vor allem über unseren Online-Shop kommt, der ärgert sich vielleicht, dass er regelmäßig irgendwie immer wieder zurück in den Shop gehen muss, wenn er mal wieder seine Auftragsübersicht sehen möchte und nicht eigentlich sofort seine Auftragsübersicht aufrufen kann. Das haben wir jetzt geändert. Sie haben dann ab dem Update am Freitag die Möglichkeit, direkt auch wieder, wenn Sie über unseren Shop in Sprengnetter Value springen, auf Ihre Auftragsübersicht zurückzuspringen und dementsprechend auch die Bearbeitung von anderen Wertermittlungen fortzuführen. Oder auch neue anzulegen, selbstverständlich. Also, das ist synonym zu verstehen. Das war jetzt mal ein ja, nicht fachliche, ein fachliches Update, was wir allerdings fachlich noch gemacht haben. Und das hat der ein oder andere vielleicht gesehen, ist hier unten ganz unscheinbar, das Thema Schwitzboden. Das ist so ein Thema, was ich eben mit den Normgebäuden meinte. Also wo ich meinte, dass die Normgebäude, also wir rechnen ja gerade im Sachwertverfahren immer wieder mit Normgebäuden und auch so ein Spitzboden ist da eben nicht direkt inkludiert. Und so ein Spitzboden hat natürlich trotzdem eine Wertigkeit. Und da haben sich die Kollegen aus unserer Marktforschung sehr viele Gedanken gemacht, wie kann man diese Berechnung eines Spitzbodens auch in der Software gut als Unterstützung anbieten. Und der wird jetzt neu mit dabei sein. Ist ja jetzt auch kein seltenes Szenario, dass man nochmal so einen Spitzboden hat und für Sie als Nutzer relativ einfach gemacht. Sie können hier einfach die Quadratmeter wohnlich nutzbare Fläche angeben. Die sollte man zumindest da wissen. Und wenn ich jetzt mal sage 12 Quadratmeter, mal einfach als Beispiel, dann werden Sie später im Gebäude Sachwert sehen, dass an der Stelle von diesen Zuschlägen, von denen ich auch heute schon mal gesprochen habe, dieser ausgebaute Spitzboden Ihnen schon berechnet wird. Also dieser Service, den finde ich sehr interessant, weil ja, Sie sehen jetzt mal diese 12 Quadratmeter, was für eine Auswirkung die jetzt schon haben. Also von 11.000 Euro bei einem Gesamtwert von 331.000 nicht zu vernachlässigen, kommt einer Garage hier schon nahe. Und dementsprechend, das ist ein sehr schönes Feature, was wir jetzt veröffentlichen. Ja, und ich denke, da wird der ein oder andere auch Spaß mit haben. Direkt Fragen, Fragen, Fragen. Ich Okay. ploppe auf. Also scheinbar haben wir damit so ein bisschen den Nerv getroffen. Ich fange mal ganz oben an. Und die Betrachtung von der Unter- oder besser gesagt der Unterschied zwischen dem Spitzboden und dem Dachgeschoss. Wie ist der definiert? Boah, da muss ich kurz mal die Waffen strecken. Wir werden da auf jeden Fall noch FAQs zu anfertigen, das kann ich jetzt schon mal versprechen. Aber grundsätzlich für mein Verständnis, und da muss ich aber vorsichtig sein, dass ich jetzt keine falschen Ratschläge gebe. Wenn Sie natürlich, es gibt ja manchmal Situationen, wo Sie ein ausgebautes Dachgeschoss haben oder das ganze Geschoss oder das Dachgeschoss erstreckt sich jetzt über ja, eben ein ausgebautes Dachgeschoss und darüber ist nochmal so ein, ja, ein kleiner Spitzboden, der nochmal oben quasi das Dach, also ein Spitzdach dann beendet. Und die Situation wäre dann eben, dass man ja ein voll ausgebautes Dach hätte und oben drüber aber nochmal eine Wertigkeit hat, die eigentlich so von der Sachwertrichtlinie nicht vorgesehen ist. Also fälschlicherweise habe ich jetzt Sachwertrichtlinie gesagt, aber der ImmoWertV nicht vorgesehen ist. Und diesen Spitzboden vergisst man gerne in der Bewertung oder man weiß gar nicht, damit umzugehen, obwohl der gegebenenfalls vielleicht sogar für wohnliche Zwecke ausgebaut worden ist. Und in diesem Fall, wenn sie für wohnliche Zwecke ausgebaut ist, haben wir hier die Möglichkeit, den Wertzuschlag zu geben. Danke, damit hast du eigentlich auch schon zwei Fragen erschlagen. Und zwar die eine Frage, was ist denn, wenn er ausgebaut ist, aber nicht genehmigt ist? Ja, okay. Da muss ich auch die Waffen strecken. Das ist natürlich Ja. dann
zu klären. Dann Ja. verweise ich gerne auf Architekten. Oder an eine ganz tolle Referentin von uns zum Thema Schwarzbauten, wie Stefanie Schäfer, die da auch immer wieder sehr launige Beiträge auch in ihren diversen YouTube-Formen mit reinbringt. Ne? Noch eine Frage, die finde ich ganz interessant. Für mich ist das Thema auch relativ neu, wobei es gibt da, und das notiere ich mir mal ganz kurz, einen ganz interessanten Blogbeitrag vom Jochen Kierich. Jochen Kierich ist ja eigentlich unsere Koryphäe im Bereich der Bilanzwertermittlung aus dem Bereich Finance, auch der Vater der Sprengnetter One. Und der hat sich zu dem Thema Spitzboden halt wirklich sehr ausführlich geäußert, einen ganz interessanten Blogbeitrag mit reingemacht. Den bringen wir auch noch in die Nachgangsmail mit rein, dass man sich das ganz einfach nochmal so ein bisschen angucken kann. Das ist tatsächlich auch daraus entstanden, als dieses Thema damit reingekommen ist. Ne? Noch eine Frage, wohnlich nutzbare Fläche ist dann die Grundfläche oder die anberechenbare Wohnfläche? Fragezeichen. Müssen wir mal wiederholt, ich werde kurz. Die wohnlich nutzbare Fläche ist die Ja. Grundfläche oder die anrechenbare Wohnfläche? So wie ich es jetzt natürlich jetzt vernehme, aber da muss ich auch, wie gesagt, ein bisschen vorsichtig sein. Ist es aber tatsächlich die Wohnliche, also die Wohnfläche und nicht die BGF. Die BGF definiert sich ja gerade bei diesen Dachgeschossen, ja, eigentlich ganz konkret in der Sachwertrichtlinie. Aber auch da, ich nehme das mit, werde da auch wir werden einen FAQ-Beitrag dazu machen. Ich hatte ein paar Insights auch in der Hinsicht auf diese Spitzbodenberechnung, also bei uns intern. Und was da der Jochen Kierig und sein Team gemacht hat, ist schon echt bewundernswert. Das ist in dem Blogbeitrag natürlich auszulesen, aber die haben sich sehr, sehr viele Gedanken gemacht, weil dieses Thema auch im Sachverständigenwesen halt sehr, sehr heiß auch diskutiert wird. Also wie macht man einen Zuschlag? Da gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen. Es hat viel mit Geometrie zu tun. Und wir haben da jetzt eine sehr intelligente Formel hinterlegt, die ich, wie ich finde, sehr, sehr, sehr gut das Ganze trifft. Also das muss man nochmal auch Genau. erwähnen. Und das ist ganz schön im Blogbeitrag mit drin. Hier im Chat entspannt sich gerade ein ganz interessantes Thema, genehmigt, nicht genehmigt. Das ist wirklich auch heiß diskutiert worden auf unserem Jahreskongress, den wir im Januar gemacht wurden, zu diesem Thema Schwarzbauten und wie gehe ich damit in der Bewertung um. Das ist, glaube ich, gar nicht so pauschal zu beantworten. Aber das, was ich da jetzt momentan drin sehe, sind schon sehr klare Meinungen und mit denen ich auch sehr konform gehe. Aber möchte ich da jetzt in dieser Aufzeichnung auch nicht dazu sagen. Ja, prima. Ja, Stefan, vielleicht von meiner Seite gerne. Ich hatte anfangs ja auch erwähnt, dass ich gerne mal vielleicht, wenn jemand sich da hervortraut, mit jemandem auch sprechen möchte oder Meinungen hören möchte für Leute, die jetzt im Moment noch nicht mit Tools arbeiten, die eben ImmoWertV-konform sind oder mit diesen Verfahren, sagen wir jetzt mal mit den Verfahren der ImmoWertV arbeiten. Da wäre es vielleicht interessant, falls jetzt jemand sagt, oh, ich habe jetzt mal Lust, da auch eine klare Meinung zu vertreten. Um zu wissen, warum das so ist. Also wir hatten ja die Vorteile zu Genüge eben gesagt, aber es gibt natürlich auch vielleicht Argumente, die dagegen sprechen. Vielleicht auch die Komplexität. Wir haben heute einen sehr komplexen, also es ist ja sehr komplex, wie es hier anscheint. Auf der anderen Seite haben wir natürlich heute auch sehr, sehr fachliche Insights gegeben, die man auch wieder runterbrechen und kann und sagen kann, okay, eigentlich muss man sich da nicht so viele Gedanken drüber machen, wie wir es heute getan haben. Ja? Deswegen wäre das mal interessant. Ja, also herzliche Einladung von Philipp Schmidt, auch von mir. Wie gesagt, die Mikrofone sind frei. Oder gerne auch über den Chat, ne? Also das Gerne ist auch jetzt über den Chat. kein, Ja, ne? genau. Es Also musste hier keiner sich mit Kamera und Mikrofon dann freischalten, um hier was zu sagen. Nur genau. ganz viele Chatbeiträge, die da mit drin sind. Das ist, glaube ich, schon mal noch mal ganz interessant. Vielleicht, wenn du die Frage noch mal ganz einfach formulierst. Genau, also ganz einfach formuliert, für diejenigen, die im Moment mit einem Bewertungstool arbeiten, das nicht mit den Verfahren der MoVertV arbeitet. Ja, wo sehen Sie die Vorteile da oder warum sagen Sie, Sie benötigen es nicht, ein Bewertungstool mit eben diesem Verfahren? Ich gucke mal so ein bisschen durch die Bilder, die ich da sehe. Wir hatten ja in der Umfrage 21% gehabt, die mit einem non-konformen Tool arbeiten, was halt nicht der ImmoWertV entspricht. Wir haben solche Tools ja auch, ne? Also da können wir ja auch kurz nochmal den Hinweis geben. Auch wir arbeiten ja beispielsweise mit unseren AVM-basierten Produkten.
eben nicht mit den Verfahren der ImmoWelt-V. Und auch die Ergebnisse dort, muss man sagen, sind, wenn es sich vor allem um Normgebäude handelt, sehr, sehr aussagekräftig, weil wir im Hintergrund nicht nur mit Angebotspreisen, sondern dementsprechend auch mit der Kaufpreisbasis, die hier auch eine Teilmenge dessen ist, ja, arbeiten. Also das kann durchaus auch, ja, mich würde einfach interessieren, was für Akzeptanzkriterium da auch vom Kunden kommt, also wenn die mit solchen Bewertungen konfrontiert werden. Wenn nicht, Stefan, dann müssen wir auch niemanden zwingen. Ja, das A können wir das nicht, B wollen wir das halt dann auch dementsprechend nicht Aber unter. es ist ja auch vielleicht positiv zu sehen. Also ich persönlich finde es sehr wichtig, dass man gerade in diesen Verkaufsprozessen, gerade als auch, wenn man mit seinem zukünftigen Eigentümer oder so spricht, mit diesen Verfahren nach ImmoWelt-V sehr transparent ist. Das muss man ganz klar sagen. Also es ist natürlich sehr modellhaft, da haben wir heute auch sehr viele Themen, also sehr viel darüber gesprochen. Aber auf der anderen Seite hat man natürlich die Rechenwege sehr schön gezeigt. Man kann gut erklären, warum ein Wert zustande kommt. Insbesondere das Sachwertverfahren finde ich da sehr geeignet für, weil man da im Endeffekt von den Normgebäuden, die halt bundeseinheitlich definiert sind, dann doch ja, hochrechnet. Und ich glaube, das ist ganz gut für den Kunden, also für seinen Endkunden, das dann zu verstehen. Als wenn jetzt einfach ein Wert kommt und man sagt, ja, vertraue drauf, da hat irgendeine intelligente KI oder ein intelligenter Mechanismus das Ganze errechnet. Ne? Selbst wenn der Wert passen sollte. Aber trotzdem ist Ja. es, glaube ich, für die Transparenz ganz Ja, gut. da ist noch ein schöner im Chat, noch ein schöner Satz dazu gekommen. Die Kunden kennen doch den Unterschied gar nicht. Zwei Ausrufezeichen. Ja, das ist richtig. Das ist komplett, ob ich jetzt ein KI-gestütztes Tool habe oder halt ein ImmoWelt-V-konformes Tool hat. Grundsätzlich erkennt der Kunde den Unterschied nicht. Aber das Thema fängt ja spätestens dann an, wenn der Kunde fragt, Herr Münch, wie kommen Sie denn auf diesen Preis? Wie kommen Sie denn auf diesen Wert? Beim KI-Geschützmodell, so gut diese Werte sind, wir haben ja Maps, und es ist eine Blackbox, muss man ganz ehrlich sagen. Und das ist halt das Thema. Ich kann meinem Kunden dann nicht erklären, wie ich das hergeleitet habe, wie ich das abgeleitet habe. Und dann bin ich natürlich bei einer Bewertungssoftware, die ich erklären kann, wo ich sagen kann, guck mal, da ist dieser Wert her und guck mal, da ist dieser Wert her. Und deshalb ergibt sich der Wert, dass ich das erklären kann. Und da kommen wir wieder zu diesem Thema Kompetenz. Ich habe es jetzt zum dritten Mal gesagt, aber ich kann meinem Kunden sagen, ich weiß, mit meinem Handwerkszeug umzugehen. Ich bin der Profi, den du ansprichst. Ich bin der Experte, der sich in diesem Thema auskennt. Und da geht es halt Kompetenz, Vertrauen und dann am Ende des Tages dann halt zur Auftragserteilung, ob das der Alleinauftrag ist oder ob das dann nachher halt eine Einwertung drin ist, das finde ich da, ist nochmal ganz, ganz, ganz wichtig dazu bringen. Was wir für Sie auch noch gemacht haben, ist, Sie sehen es auf der Folie, die ich jetzt eingeblendet habe, das Thema ist Ihre Bewertungssoftware gerüstet für die ImmoWelt-V. Philipp Schmidt hat da für seine Verhältnisse eine sehr launige Abhandlung darüber gemacht. Da sind auch mehr Punkte mit drin, als die wir jetzt heute angesprochen haben, wie wir im Grunde genommen anhand unserer Software, aber das lässt sich natürlich auch auf andere Software halt dementsprechend übertragen, damit umgegangen sind. Ist so ein knapper Zehnseiter, ist eigentlich ganz nett geworden. Wir haben auch, und diese drei Sachen, die Sie da im Moment sehen, schicken wir Ihnen in der Nachgangsmail. Also alle Teilnehmer, die sich mit ihrer E-Mail-Adresse angemeldet haben, bekommen diese Nachgangsmail dann auch. Und dann ist das da mit drin. Dann sehen Sie das und dann können Sie das dann halt dementsprechend nochmal nachlesen und dann nochmal vielleicht der Exkurs auf das kommende Update. Wann ist es soweit? Am Freitag ist das Am Update. Freitag, Genau, genau. nach den üblichen Arbeitszeiten, sodass Sie möglichst gut damit konform gehen können. Ich glaube, ab 18 Uhr starten wir. Ja, und dann werden diese Version, die Sie jetzt hier schon sehen, wird dann auch entsprechend netter Value dann zur Verfügung stehen. Ja, sehr schön. Ich hoffe, man sieht die letzte Folie jetzt, Philipp, mit dem vielen Dank. Nein, ich Nein, müsste sieht man wahrscheinlich meinen nicht. Bildschirm jetzt mal entteilen und jetzt sieht man sie. Ja, dann mache ich das nochmal. Sieht man es jetzt?
Genau, man sieht es jetzt. Ja. Ja, das ist schön. Also danke, Carsten, dass du mich darauf hingewiesen hast. Von diesen Produkten sprach ich gerade eben, dass wir das Ihnen als PDF im Nachgang also noch zusenden oder zumindest den Link dann dementsprechend mit reinmachen. Mit Blick auf die Uhr. Es ist nicht geskriptet, aber wir sind immer wieder erstaunlich pünktlich. Vor allem, Philipp, vielen lieben Dank dafür. Du weißt, du bist einer meiner Lieblingsgäste, die dann mit am Start sind. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie einfach, klingeln Sie durch und dann antworten wir gerne mit dafür. Vielleicht einen kleinen Ausblick auf das nächste Business Breakfast. Für uns immer wieder interessant, das Thema barrierefrei. Und auf unserem Jahreskongress konnte ich den Michael Kroll kennenlernen, ein Referent für uns zum Thema Barrierefreiheit. Was bedeutet das eigentlich? Wie wichtig das ist eigentlich? Und er hat das hochinteressant als Makler, als Sachverständiger, aber auch als Projektentwickler umgesetzt. Also im Grunde genommen deckt er drei Zielgruppen ab. Ich freue mich ganz besonders auf ihn und ich freue mich, wenn Sie nächsten ersten Mittwoch im März dann mit am Start sind. Ich wünsche Ihnen jetzt von meiner Seite aus noch einen guten Start in den Tag, Philipp. Ja, wünsche ich auch. Vielen Dank. Ich habe jetzt gerade mit Erschrecken festgestellt, die Anzahl an Chat-Einträgen freut mich sehr. Wir werden das auf jeden Fall uns auch nochmal im Nachgang genau anschauen, um eben Genau. dann auch den dementsprechenden FAQs Ihnen noch nachzureichen, wenn Genau. da noch keine existieren. Korrekt, es waren noch zwei Fragen gewesen, die werde ich dann persönlich noch beantworten, weil die einfach jetzt nicht dazu passen. Ich freue mich. Erfolgreichen Start, guten Tag und bis zum nächsten Mal.